Zusammen. Heute gibt es einen Look mit der Neutrals Palette von Cosmic Beauty bzw. Cosmic Brushes. Früher haben sie sich Cosmic Brushes genannt, jetzt heißen sie, glaube ich, Cosmic Beauty. Man weiß es nicht so hundertprozentig, es steht nämlich nicht der vollständige Name drauf. Cosmic Brushes heißt die Website. Die gibt es aber auch auf Monolith zu kaufen. Im Moment ist die sogar noch verfügbar. Also Monolith hat dieses Mal richtig aufgestockt, sodass die auch einige Zeit einfach auf deren Website verfügbar ist. Und ich zeige euch einfach mal den Inhalt. Ich habe den Song schon geswatcht, beziehungsweise ich habe die natürlich Schimmertöne schon geswatcht. Ne? Also ich konnte da meine Finger nicht rauslassen. So ein bisschen, nicht schade, aber so ein bisschen nervig ist einfach. Der schwarze Ton, der hat so ein ganz eben paar, der ist nicht kaputt oder so, sondern einfach vom Pressen irgendwie die Reste über und die verteilen sich halt so ein bisschen. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Also es ist nichts kaputt angekommen oder so von Monolith, sondern das ist, glaube ich, einfach beim Pressvorgang, dass da vielleicht der Staub nicht hundertprozentig weggemacht wurde. Deswegen ist da jetzt einfach, ja, so ein, ne? Da seht ihr das. So ein bisschen schwarz einfach dran. Ja, man kann mit der Palette viele Dinge tun, glaube ich. Viele Dinge, viele schöne Sachen machen. Man kann einmal hier in dieses Bärige reingehen. Das ist, glaube ich, der und der sind so die dunkelsten Farbtöne. Man hat zwei verschiedene dunkle Brauntöne drin, finde ich total klasse. Einen sehr, sehr, sehr neutralen, guten Morgen. Und einen, ja, so einen etwas wärmeren Braunton irgendwo. Man kann einmal in diese bärige Richtung gehen. Man hat hier auch eine ganze Reihe, wo komplett andere, neutralere Untertöne sind. Der, würde ich sagen, ist nicht neutral, aber ne, mag ich total gerne. Und dann haben wir einmal so ein bisschen was ins Grünliche und einmal eher, ja, ich würde schon sagen, das ist eher so ein bisschen gräulich angehaucht. Schon gräulich, oder? Das hier ist ein Multichrome Topper Shade. Der switcht zwischen Gold, zwischen einem Orange, zwischen einem Rot und so weiter hin und her. Das ist auch noch ein Multichrome Ton. Der hat dieses typische da, diese grüne Base da drin. Und oder beziehungsweise ist es Duo, ist es Multi? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwie sowas dazwischen. Manche bezeichnen ja auch Multichrome Töne schneller als andere Multichromes. Oder, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Art Duochrom-Ton. Da seht ihr das. Da ist er nämlich, wie heißt die Farbe? Ja, so pinkig irgendwo. Und da ist er einfach nochmal extremst grün. Finde ich total genial, finde ich total klasse. Ich habe ja auch mir beide bestellt. Eigentlich wollte ich die haben nur und habe mich dann aber doch irgendwie selber überredet, beide Varianten zu bestellen. Alleine schon Monolith, der Online-Shop, da zahlt man keine Zollgebühren oder so. Das finde ich das Geile da dran. Du zahlst halt nur den Preis, der da drauf ist. Manchmal packen die Paletten einen Tacken höher, wenn man halt theoretisch Zollgebühren zahlen müsste. Also es ist nicht 1:1 Umrechnung von Monolith zu den Websites, zu den Indie-Brand-Websites, aber meistens sind die irgendwo doch günstiger, als wenn man auf deren eigene Website die Sachen kauft. Und ja, Monolith ist, glaube ich, auch irgendwie so ein kleines Familienunternehmen. Die sind klein gestartet und jetzt gibt es halt sehr, sehr viele Indie-Brands einfach auf der Website, wo man da wirklich gucken kann, machen kann und ja, sich irgendwo doch im Indie-Sektor ein bisschen besser bewegt als alles andere. Guten Morgen, genau, die Gemeinschaft ist versammelt. Liebend gerne dürfen es natürlich auch immer wieder mehr sein. Ich habe hier mal neue Pinsel geholt. Die alten habe ich noch nicht gewaschen. Ich habe einfach mal neue geholt. So, und dadurch, dass ja hier mehrere helle Töne auch drin sind, ich habe gedacht, wir machen zwei unterschiedliche Augen, weil ne, so viel wie möglich von der Palette testen. Ich habe heute weiter nichts vor. Also können wir auch zwei unterschiedliche Augen schminken. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Ich bin immer so, na, machen wir mal hier, machen wir da. Ich fange heute mit dem Auge an, mache das erst komplett fertig und dann starte ich mit dem Auge. Ich glaube, so ist die einfachste Richtung. Ich möchte einmal, ja, ich muss einfach in diesen Ton rein. Also das ist einer meiner Lieblingsfarben auf dem Auge. Und dann bei dem anderen bin ich mir überhaupt noch nicht sicher. Gehe ich eher ins Neutrale, gehe ich eher ins Warme? Extremst warm ist hier so oder so nichts drin. Aber mache ich eher so diese Richtung Neutrale oder versuche ich einfach mal diesen Grünton rauszukitzeln? Ich glaube, ich mache wirklich beide Varianten. Eine Seite so, eine Seite so. Und gucke mal, was sich da rauskitzeln lässt. Wenn ihr Bock habt, kann ich die Palette morgen natürlich auch nochmal benutzen. Denn da sind so viele krasse Farben drin. Also da wird man einfach nicht satt von. So, ich gehe jetzt erstmal, ich mache erst die grüne Seite, glaube ich. Ich gehe erst in diesen grünen Ton rein. Gibt es irgendwo einen Rabattcode für Monolith? Ich glaube, es gibt noch keinen Rabattcode für Monolith. Also Monolith hat, nee, ich meine nicht, also wenn
Könnte sein, dass hier Peggy von Morbus Black irgendwie was hat an Rabattcodes, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass die irgendwie überhaupt Rabattcodes machen. So, ich gehe jetzt hier in diesen grünlicheren Ton rein, auch wirklich vorsichtig. Die haben jetzt nicht wirklich viel Kickback oder so drin, also man kann da schon ein bisschen rein stochern und trage mir den jetzt wirklich komplett, ohne mein Lied irgendwie vorher gesettet zu haben, in die Crease auf. Ich finde auch immer, dass diese Cosmic Beauty, Cosmic Brushes Paletten so ein bisschen mehr aufeinander aufbauen. Ich guck mal gleich bei Angelica. Angelica Nikos hat garantiert keinen, weil Monolith ist ein österreichischer Shop und hat sehr lange keine PR oder sowas verschickt. Ich weiß, dass es da so ein bisschen Zwist zwischen manchen gab jetzt. Monolith hatte, lass mich nicht lügen, vor 2 oder 3 Wochen mal auf Instagram angefragt, ob die Gegenprodukte im Prinzip die Influencer auch liebend gerne einfach für die Fotos posten und so. Gab natürlich mal wieder so ein, ne? Manche finden das mega gut, endlich an Indie-Brands ranzukommen und auch einfach kostenlos die Produkte zugeschickt zu bekommen. Manche sagen natürlich auch wiederum, wieso bezahlt man dann auch nicht die YouTuber oder die Influencer, die machen ja doch schon eine große Sache und die wollten halt auch relativ viele Followerzahlen haben und das ist halt bei anderen auch wieder irgendwo, naja, nicht ganz so gut aufgestoßen, ich sag's mal lieber so. Daher, also wenn würde ich bei Morbus Black gucken, da weiß ich, die arbeitet mit Monolith jetzt zusammen. Und sonst wüsste ich eigentlich, glaube ich, gar nicht, wer jetzt irgendwie da noch so extrem mit Monolith zusammenarbeitet. Und das auch erst seit kurzem. Ich weiß nicht, ob die da nur ob die da überhaupt einen Rabattcode rausgegeben haben oder ob das wirklich nur Content gegen Paletten ist. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ne, daher muss er einfach mal oder müsst ihr einfach mal da gucken, ob es da irgendwo noch einen extremen Rabatt oder neuen Rabattcode gibt. Ansonsten macht Monolith eigentlich immer mal wieder schöne Sales. Auch angepasst manchmal an die Sales deren Indie-Brands. Die haben im Moment noch den Spring Sale. Da gibt es einige Paletten günstiger, als es so in den normalen Zeiten ist. Man sieht auch immer direkt, wie teuer die Originalpreise oder wie die Originalpreise wären und wie günstig diese Paletten jetzt sind, wenn man sie dann in dem Sale kauft. Finde ich total klasse, finde ich eine total gute Idee und auch eine gute Sache. Der Spring Sale ist schon relativ lange Zeit online. Ich weiß nicht, wie lange der noch online ist. Im Moment ist er noch da. Cool, du holst sie auch beide, freut mich. Also ich finde die Paletten wunderschön. Das ist jetzt nicht Glamour, Glitzer, Prunk-Indie, aber Affordable-Indie und Indie mit so ein bisschen so einem Twist. Also es ist keine Drogeriemarke, keine Marke, die man jetzt irgendwie oder keine Formulierung, die man jetzt irgendwie in Drogeriepaletten findet, sondern das sind schon mega geile Paletten. Und über Monolith kriegt man halt auch kriegt man nicht nur Cosmic Beauty, Cosmic Brushes, sondern man kriegt Bella Beauty Bar, man bekommt Clarity, man bekommt wirklich jegliche Indie-Brands, die man sich so wünscht und die stocken auch immer auf. Also es ist jetzt nicht nur, die machen nur eine Indie-Brand und bleiben bei der oder nur 5 Indie-Brands, die haben selbst Sydney Grace als schon eher High-End-Indie-Brand, die haben Ansley Rain da, also man braucht im Prinzip gar nicht mehr so jetzt bei den Indie-Brands selber bestellen, außer man möchte es dann wirklich zum Release-Datum haben, sondern man kann wirklich über Monolith gehen und hat dann manchmal halt die Paletten ein paar Wochen, ein paar Monate später da, kommt halt immer drauf an, wie gut die oder wie krass die dann auch nach hierhin geschickt werden und wie schnell die nach hierhin geschickt werden können. Aber man braucht dann irgendwie keine weiteren Zollgebühren oder sowas errechnen. Und ab 100 Euro ist die Lieferung kostenlos. Sonst bezahlt man, ich glaube, 8,50 Euro. Also schon einen stattlichen Preis, aber ne, ist halt auch dann, ist dann einfach so. Also man kann entweder dann den Preis aufzahlen oder halt über 100 Euro kommen. Und bei Indie-Brands über 100 Euro kommen ist echt kein Ding. Also diese kostet, glaube ich, 48,50 Euro. 48,50 Euro meine ich. Und wenn man dann halt beide Varianten, also die Neutrals und die Cultrals haben will, dann liegt man bei knapp unter dem Mindestbestellwert für kostenlose Lieferung. Und wenn man sich dann noch eine kleine Palette oder aber auch einen Lippenstift oder was auch immer reinpackt, dann kommt man halt auch über diese 100 Euro locker drüber und dann hat man Versandkosten frei. Ich bin ja eine, ich zahle lieber keine Versandkosten, gerade wenn es dann eine relativ hohe Versandkostenzahl ist.
ein hoher Versandkostenbetrag ist und hole mir dafür dann halt lieber doch noch irgendwas. Und wenn es nur eine kleine Lidschattenpalette ist. Ja, Colourpop geht leider nur direkt. Genau, ich habe ja alle anderen, dann brauche ich die beiden auch für meine Sammlung. Ja, mir fehlen bei Cosmic Brushes, fehlen mir die dazwischen so ein bisschen. Ich habe zwei von Cosmic Brushes schon vorher gehabt. Ich habe einmal die Serenity und eine, oh Gott, Royal irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie die mehr heißt. Das war die allererste, die sie rausgebracht haben. Die habe ich mir auch direkt, damals gab es nämlich noch den Monolith Store nicht, direkt einfach bei Cosmic Brushes bestellt. Ja, ich baue jetzt ganz, ganz vorsichtig auf. Also ich tupfe da nur immer ganz, ganz vorsichtig rein und möchte auch wirklich die Tiefe einfach nur durch diesen Lidschatten aufbauen, so ein bisschen. Gehe gleich nochmal, ich glaube, in irgendeinen Braunton für den äußeren Bereich rein, aber das ist erstmal so dieser Grünton, der jetzt auf meinem Auge mit meinem Unterton rauskommt. Also es kommt schon grünlich, so ein Khaki-Grün raus, so ein bisschen wie der Kiko-Lidschatten, aber deutlich besser irgendwo. Also deutlich einfacher, nicht einfacher kann man noch nicht mal sagen, aber es, man kriegt das Pigment dahin, wo man es haben möchte. Und nein, ich bin nicht irgendwie mit Monolith oder so. Ich habe da angefragt, aber dadurch, dass die einfach 4000 Instagram-Accounts haben möchten und ich diese 4000 Instagram-Follower nicht habe, werde ich da sehr wahrscheinlich auch keine Antwort kriegen oder so. Aber deswegen, ne, möchte ich trotzdem diesen Store supporten, weil ich den einfach irgendwie toll finde. Und irgendwie auch einfacher als irgendwie bei den ganzen Indie-Brands irgendwie zu gucken und man zahlt ja, wenn die halt nicht aus EU-Ländern sind, extrem viel Zoll und dann nochmal abzuschätzen und nochmal, da bin ich einfach zu faul zu und deswegen gehe ich einfach liebend gerne über Monolith. Man kriegt also diesen Lidschatten, man kriegt ihn ausgeblendet, man kriegt ihn schön ausgeblendet, man muss aber ein bisschen Arbeit verwenden. Also Cosmic Beauty, Cosmic Brushes oder wie sie auch jetzt immer heißen sollen, werden, machen, tun, die Farben sind so ein bisschen stockiger, als wenn man jetzt irgendwie ja viele Standard-Drogerie-Lidschatten benutzen würde. Aber dadurch bleiben die halt auch auf dem Auge. Also dadurch, sie blenden sich nicht weg. Man bekommt da die Farbe hin, die Primärfarbe hin, wo man sie dann auch wirklich hinsetzt. Und die lässt sich dann halt auch nach oben ausblenden. Man muss bei denen manchmal so ein bisschen gucken, dass die dadurch, dass die halt an der einen Stelle ein bisschen besser kleben als an den anderen Stellen, dann da halt nicht irgendwie ja stockig werden, beziehungsweise dann so ein bisschen patchy aussehen. Ja, die Gothic ist toll, vielleicht kriegen die auch wieder zum Herbst rein. Also, wie heißt das, die Monolith bestellt auch manchmal oder ordert dann auch die Paletten wirklich, die Brands dann online haben, beziehungsweise die dann auch gerade neu haben. Zum Teil sieht man dann auch jetzt schon wieder die neuen Sachen, die nächste Runde in den Launch-Dingern in den Stores haben. Also das ist wirklich interessant. Ich gehe jetzt in diesen neutraleren Ton rein und setze mit dem äußeren Bereich. Mal gucken, wie dunkel der wird. Ich wollte jetzt nicht unbedingt direkt das Schwarz nehmen, sondern ich tupfe dann auch nur wirklich vorsichtig rein, nehme relativ wenig Pigment auf und gehe jetzt hier hin und verdunkle einfach nochmal meinen äußeren Bereich. Ich wollte jetzt nicht extremst warm gehen, weil ja auch dieser Grünton eher kühl gehalten ist. Und gucke jetzt einfach mal, wie lässt sich das miteinander verblenden? Wird der durch oder geht der Grünton dadurch weg oder bleibt der Grünton? Und ich glaube, man sieht auch, es bleibt. Auf jeden Fall bleibt es ein Grün. Natürlich, wenn man die übereinander setzt, vermischen sich die miteinander. Aber trotzdem bleibt da irgendwo ein Grünton bestehen, der auch irgendwo noch sichtbar gerade in der Crease ist. Und dieser braune Ton, ist das ein Traum oder ist das ein Traum? Ja, die Gothic, natürlich haben die Paletten zwischendurch mal einfach ein bisschen Fallout. Es ist aber jetzt nicht die krasseste Indie-Glitter-Flitter-Formulierung, sondern die haben schon eher eine gute Metallic-Formulierung, eine Metallic-Formulierung mit Glitzer und der Ton. Ist das ein Traum? Ihr könnt auch gerne mal in meine Shorts gehen, da habe ich nämlich alle Schimmerlidschatten schon geswatcht. Und ja, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen, wie die sich geswatcht haben lassen. Ich werde auch nochmal im Tageslicht, im Sonnenlicht noch welche reinpacken. Und ich werde natürlich auch eine krasse oder beziehungsweise nochmal eine Review dazu geben zu der ganzen Palette. Also ich möchte wirklich noch mehrere Looks mit der Palette schminken. Und dann gibt es bei mir auch auf dem
YouTube-Kanal nochmal eine schöne Review dazu, weil ich einfach wissen bzw. euch auch nochmal einfach eine schnelle Information geben möchte. Wie ist die Palette? Kann man sich die leisten kann man sich die, wenn man sie haben möchte. Ich sag's mal lieber so. Aber ist die Qualität, die ich von Cosmic Beauty oder Cosmic Brushes gewohnt bin? Ich gehe jetzt hier mit einem Glitterglue rein. Den habe ich ja wiedergefunden, habe ich euch gestern gesagt. Ich habe den ja mehrere Tage vermisst und bin dann wirklich mein Papier einmal durchgegangen und genau da lag er. Wir haben gestern die Alte Marie Pinsel mit 3 Mädels getestet. Okay. Ach, die von, cool. Du meinst die, ja, ich kann, über den letzten Namen. Ist ein dickes, fettes Herz, deswegen kann ich das gerade nicht so 100% lesen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst, du hast die aktuelle, wie heißt sie denn? Ellie? No? Die aktuellen Pinsel von ihr getestet. Und was ist dabei herausgekommen? Alicia Marie, genau. Also, ich versuche die Sachen schon zu lesen, aber manchmal ist da halt so ein dickes, fettes Herz drüber und manchmal kriege ich das dann geschissen, manchmal kriege ich das hin, dass ich das dann alles verstehe und auch lesen kann und manchmal hänge ich dann einfach auf einem Schlauch. Das ist leider einfach so, ne? Also das ist jetzt nicht, weil ich sage, ich kann das nicht verstehen, auch wenn es dann manchmal Sachen Durchschnitt. Ja, ich hatte mir nämlich auch gedacht, dass das so guter Durchschnitt ist und dass das auch nicht bei den Pinseln jetzt irgendwie extrem ist. Ich habe übrigens hier mal ein sauberes Mikrofasertuch mir hierher gelegt, beziehungsweise ich habe den halben Tag drauf gesessen oder gestern den halben Tag drauf gesessen und habe ihn jetzt endlich mal hervorgeholt. Also es ist schon sehr grungy angehaucht. So ein bisschen erinnert das mich wirklich an meine Kiko-Palette. Die habe ich hier auch noch vor mir liegen. Die beiden Töne. Diese beiden sind nicht gleich, sind garantiert nicht gleich, aber so ein bisschen, der Vibe erinnert mich an diese Kiko-Palette, aber die ist deutlich schöner, nicht einfacher, aber harmonischer und man blendet nicht ineinander komplett über. Ja, Schimmertöne jetzt zu dieser Palette, zu diesem Variante. Natürlich kann man den hier nehmen, der ist einfach mega, ne? Da seht ihr diesen Flip nochmal. Ich überlege gerade, aber soll ich den wirklich heute schon mal testen oder soll ich euch erstmal einen anderen Schimmerton machen, obwohl, ach Gott, wieso auch nicht? Die Bag ist toll, die Pinsel, not worth the hype. Ja, ich hatte es mir beinahe gedacht. Also, ich gehe in Lachs rein. Das ist dieser. Ich glaube, der passt auch ganz gut zu diesem grünlichen Ton. Das ist ein Duochrom-Ton. Der hat eine, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt, da hat er diese rötliche, pinkige Base und dann wirklich diesen grünlichen Schrift. Das ist kein Ton, wo die das Rad neu erfunden haben. Ich habe schon einige Töne, obwohl, da sieht man das, der hat jetzt eine wahnsinnig rötliche Base. Gut, ne, wenn man seinen Finger so verdrehen kann, dass man diese rötliche Base sieht und gar nicht den Schimmer. Also der hat eine wahnsinnig, sehr, sehr krasse, so eine orange-rote Base. So ein bisschen Burnt Orange ist das, glaube ich, ne? Und dann halt diesen grünlichen Shift. Ich kenne viele von diesen Tönen, die jetzt eher eine hellere Base haben. Also eine nicht ganz so krass durchscheinende Base. Und da sieht man das nämlich auch. Ich glaube, ihr seht das, wenn ich meinen Kopf drehe, flippt der zwischen den einzelnen Farben hin und her. Ich habe den jetzt wirklich über ein Glitterglue aufgetragen, weil ich den als... der ist auch wirklich deckend. Also der ist wirklich schön deckend. Da würde man, glaube ich, auch nichts dran ändern. Ich überlege nur gerade. Doch, der fühlt sich dick genug an, um über einem Glitterglue zu funktionieren, aber nicht irgendwie texturierend, nicht irgendwie die einzelnen Fältchen rausbringend, sondern wirklich schön, sodass man den auch wirklich über so einem Glitterglue tragen konnte. Und gerade solche Farben sind für mich Standout-Farben. Also sind für mich Farben, die wirklich über das ganze bewegliche Lid getragen werden müssen, damit sie so rüberkommen, wie ich das gerne hätte. Also wenn ich die jetzt nur an einer kleinen Stelle tragen würde, würdet ihr natürlich einfach sehen, dass ich mit dieser Variante mehr Farben testen kann. So einfach mehr Farben testen kann. Aber mir bringt das nichts. Ich sehe dadurch einfach nicht den Shift und auch nicht das Schöne an dieser Farbe, sondern wirklich dann einfach nur 5 Farben nebeneinander. Und ich möchte ja wirklich auch testen, wie verhält sich diese Farbe in meiner Crease? Oder, also wie verhält sich die über einen Glitterglue? Wie verhält sich diese Farbe in meinen Falten? Und kann ich die besser mit einem Glitterglue tragen? Kann ich die besser ohne einen Glitterglue tragen? Ich habe das Gefühl,
dass ich hier hätte besser kein Glitterglue auftragen sollen, sondern eher eine trockene Base benutzen sollen. Denn man fühlt immer noch so ein bisschen, dass das sticky wird. Bedeutet meistens im Nachhinein, dass dieser Lidschatten halt so ein bisschen einfach in die Fältchen rutscht, dadurch, dass der so ein bisschen klebrig bleibt, dieser Ton. Das muss man aber wirklich einfach für sich selber ausprobieren, was jetzt besser funktioniert und was bei einem schlechter funktioniert. Ist einfach jetzt nur so der erste Eindruck, First Impression, wie funktioniert der? Ich gehe jetzt hier auch nochmal rüber. Der fühlt sich so eben klebrig an. Nicht unangenehm klebrig, aber halt ein bisschen sticky, ein bisschen klebrig. Gerade hier im vorderen Bereich muss ich einfach vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Farbe einfach aufgeben. Und da seht ihr nämlich auch den geilen Shift einfach zwischen diesem krassen Rotton oder krassen Burnt Orange Ton und diesem grünlichen. Mega. Ich habe viele, ich werde die vielleicht auch mal einfach nebeneinander swatchen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ich meine, ich hätte viele solcher Farben. Man ist sich da ja nicht immer hundertprozentig sicher. Genauso wie ich auch gesagt habe, das Grün, das habe ich garantiert von Glamshop oder von anderen Indie-Brands. Ich habe es bei genau einer gefunden, dieses Grün oder diesen grünen Topper, der so sehr, sehr ähnlich ist. Und nee, Quatsch, ich habe das bei zwei gefunden. Ich habe das einmal in einer sehr, sehr glatten Variante in der, heißt die Mystic von Avalon Cosmetics. Das ist diese Violet, Ultraviolet Palette von Urban Decay oder die Nachmache davon. Der kommt dem sehr ähnlich. Aber auch, wie war das jetzt? Stone and Rock von Odin's Eye. Die haben auch so diesen grünlichen Topper drin. Der ist auch super, super ähnlich. Wenn ihr das gerne nochmal sehen wollt, kann ich euch die auch mal nebeneinander swatchen, weil manchmal kauft man sich ja so eine Palette einfach nur für die Special Shades, also für die besonderen Töne, die dann irgendwie doch, die man gerne haben möchte, die einfach irgendwie die Palette so ein bisschen ausmachen. Und manchmal kauft man sich diese Sachen ja, weil die Rundumpalette ist. Und wenn ihr euch diese Sachen wirklich nur für diese besonderen Töne gekauft habt, dann kann ich euch liebend gerne mal einfach durch meine Collection, meine Sammlung, da kann ich einfach durch meine Sammlung gehen und einfach mal schauen, welcher Ton kommt dem einen jetzt ähnlich oder wenn ihr die eine Palette habt und den Special-Ton von der Palette haben wollt, braucht ihr die einen Sachen nicht. Bei Jeffree Star ist auch ein ähnlicher Ton drin. Ah, okay, siehst du? Das habe ich zum Beispiel jetzt nicht auf meinem Schirm gehabt, aber kann natürlich sein. Also ich habe jetzt nur die Paletten da ganz schnell geswatcht, weil ich dachte mir zuerst, Odin's Eye ist garantiert was, ist was, nicht Odin's Eye, Glamshop ist garantiert irgendwie sowas, aber war es überhaupt nicht. So, jetzt gehe ich in diesen rein, der nennt sich Icon, heißt der Icon? Icon. Das ist dieser gelbliche, also wir machen wirklich zwei komplett unterschiedliche Looks. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach in den daneben gehen können, dann wären meine Augen wohl unterschiedlich geworden, aber schon relativ gleich, aber ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal den. Oder habt ihr eher in dem grünen Sarg? Okay. Ja, cool. Ja doch, ich gehe in den rein, ich gehe in Icon ran, das ist dieser krasse gelbgrüne, gelblich, kein Sonnengelb, da ist schon irgendwie sowas Grungiges drin und trage mir den jetzt irgendwo auf. Und da sieht man nämlich auch, der geht mega einfach. Bei dem anderen Ton musste man so ein bisschen mehr aufbauen. Ich habe aber jetzt auch einfach einen hochwertigeren Pinsel, kann auch daran liegen. Ich hatte vorher einen von Rankai, der ist auch wirklich relativ fluffig. Und ich habe jetzt den E25 von Sigma, der ist anders gebunden und auch ein bisschen fester gebunden als dieser Rankai-Pinsel. Und der gibt natürlich einen Tacken mehr Farbe auf. Und vielleicht sieht man aber auch den Farbton einfach einen Tacken besser auf meiner Haut. Und man sieht auch, der Farbton ist genau der, den ich gut tragen kann. Da kommt das Blaue im Gegensatz zu diesem grünen Ton deutlich stärker raus und deutlich stärker rüber. Ich liebe das ja immer total. Also ich liebe das immer total, wenn halt meine blauen Augen nochmal einen Tacken besser rüberkommen, beziehungsweise nochmal stärker rauskommen. Manche mögen das ja nicht. Ich finde das total genial. So, und das ist dieser Ton einfach. Und gleich setze ich den Radiant, den Topperton, komplett drüber. Das ist ja auch so ein besonderer Ton einfach nochmal, den man gut nutzen kann, beziehungsweise den man, das ist ja eigentlich ein Topperton. Ich möchte den aber mal nicht nur irgendwo im Inner Corner nutzen, sondern wirklich einfach über das gesamte bewegliche Lid, weil ich finde, solche Töne sind halt diese Standout-Töne aus so einer Palette und diese Töne machen so eine Palette einfach nochmal einen Tacken mehr aus. So, ich glaube, jetzt habe ich hoch genug geblendet und das ging mega, mega schnell. Also das ging wirklich mega, mega schnell. Die Seite ging deutlich einfacher als die andere, vielleicht aber auch, weil der Glitterglue einfach schneller schon angetrocknet ist. Ich kann es euch echt nicht sagen. Und ich suche mir jetzt hoffentlich den passenden Pinsel nochmal in der gleichen Variante. Nö, habe ich natürlich nicht, oder? Ich hatte gehofft, dass ich diesen einen... Doch, habe ich.
da ist er. Da ist nämlich nochmal der gleiche kleine Pinsel. Und ich würde mal sagen, ich werde ein bisschen wärmer, aber ich werde ein bisschen rötlich warm. Ich gehe in diesen Ton rein. So ein bisschen Sunset-mäßig, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-mäßig, wie man es auch immer möchte. Und nehme den jetzt einfach mit dem Pinsel auf und trage den hier hin. Das ist nämlich dann auch, also ich mag diese Kombination super, super gern und bin froh, dass diese Farben da drin sind. Weil das sind wirklich jetzt mal einfach zwei Augen-Make-up-Looks, die unterschiedlich ja schon fast in der Palette nicht sein können. Einmal wirklich grungy und einmal wirklich der Sonnenaufgang pur oder Sonnenuntergang pur. Und ja, sehen wir einfach mal, wie das jetzt, welches Endergebnis dann dabei rauskommt. Also, ihr könnt mir lieben gerne schreiben, möchtet ihr morgen auch nochmal zwei Looks damit sehen? Oder sagt ihr, mir reichen jetzt diese ersten beiden Looks und wir machen einfach morgen eine andere Palette. Dann werde ich am Wochenende hiermit nochmal weitere Looks kreieren und dann am nächste Woche euch einfach die Review dazu geben. Oder ich mache morgen das gleiche Spielchen wie heute. Ich mache zwei unterschiedliche Looks an beiden Augen und gebe euch dann, oder beziehungsweise macht trotzdem nochmal am Wochenende weitere Looks und dann habt ihr einfach so viele Looks mit der Palette, die mir so einfallen und die ich so gerne ausprobieren möchte, weil es ist ja auch kein Pappenstiel. Also es sind jetzt keine 20 Euro, es sind jetzt eher so fast 50 Euro, die man für so eine Palette ausgibt. Und ich hatte das letztes Jahr, dass ich mir zu Black Friday einige Paletten geholt habe und zum Teil habe ich die wirklich erst ein oder zweimal genutzt, weil einfach durch das YouTube man so in diese Schnelllebigkeit so ein bisschen reinkommt und ich möchte da eigentlich im Moment so ein bisschen auch wieder rauskommen. Also ich möchte mehr Content machen zu den Paletten, wo ich einfach Bock drauf habe und weniger Content zu den Sachen machen, wo ich einfach keinen Bock drauf habe. Also die Paletten auch rausschmeißen, die Paletten einfach mit einmal testen und dann abgeben. Ich weiß es aber noch nicht. Also sagt mir gerne, wenn ihr nochmal solche Sachen öfter sehen wollt, wenn ihr einfach sagt, ich möchte wirklich das sehen, was so eine Palette ausmacht, das sehen, was ich aus so einer Palette raushauen kann und nicht nur einen Look sehen. Also schreibt es mir lieben gerne alles in die Kommentare, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Urban Decay, She-Hulk und Glamlight Michaela dürfen auch ähnliche grüne Töne haben. She-Hulk? Du meintest diesen grünen Ton? Nee, garantiert nicht. Aber ich habe einige von diesen grünen Tönen, also diese Töne da, die in dieses goldene switchen, beziehungsweise goldrote switchen. Also ich werde mal einmal durchschauen, gerade was jetzt irgendwie so Indie-Brands oder so angeht, werde ich einfach mal durchgucken und dann wirklich euch da mal eine Info geben, welche diese krassen grünen Töne drin haben. Und dann schauen wir einfach mal. Oder auch einfach zeigen, wo die Unterschiede sind. Manchmal ist es ja einem auch dann egal, ob es dann minimale Unterschiede sind. Bin mir nicht sicher. Morgen noch zwei fände ich cool. Gerne. Liebend gerne, mache ich gerne. Gut, dann machen wir das einfach so. Und dann schminke ich einfach morgen nochmal zwei unterschiedliche Looks. Weil ich finde, so sieht man, kann man einfach eine Palette kennenlernen. Wenn man jetzt nur den einen Look sieht, natürlich sieht man das immer nur aus meiner Perspektive, so wie ich mich schminken würde. Aber trotzdem sieht man das halt, ich fühle gerade, braucht man da. Das ist er. Der Ton ist es. Ich weiß nicht, wie viele Shifts da ihr seht, die ich jetzt einfach drüber tragen werde. Also es wird ein krasser Kontrast zu den beiden Varianten einfach zu beiden Seiten sein. Und gehe jetzt wirklich vorsichtig mit dem Glitter Glue wieder um und trage mir den jetzt hier vorne auf. Ich bin auch eine, die lieben gerne super einfacher Look schminkt. Also und jetzt nicht irgendwie die 20. Farbe auf meinen Augenlid klatscht, sondern wirklich die Farben als Standout Produkte benutzt, die jetzt auch wirklich da sind. Also nicht irgendwie das 20. Glitzer, das 20. Schimmer oder aber auch den 20. Inner Crease, sondern wirklich die Farben solo nutzt, weil ich finde auch, das hat irgendwo Charme und das macht auch irgendwo eine Palette aus, dass man lieber ausgiebig testen. Gut, mache ich liebend gerne. Ich teste lieber ausgiebig. Ich teste nämlich auch lieber dann wirklich die Farben, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also, dieser Ton, der Switch zwischen einem Hellgrün, zwischen einem Goldgrün, zwischen einem, kann man das irgendwie, ne? Also ihr seht jetzt fast nur dieses, ich trage jetzt einfach mal so weit wie möglich über das Lidl. Seht ihr das? Den Ton habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Okay. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr seht die Switches und die Shifts und alles. Das
Sieht man das? Ich glaube, ihr seht fast nur gelb. Ich versuche da gleich mal einfach einen Spiegel neben zu halten, ob man das dann gleich ein bisschen besser sieht. Hat man den auch, also. Ich weiß nicht, ob ihr das da nochmal seht. Ihr seht fast, da sieht man so ein bisschen den Shift. Zwischen einem Gold, zwischen einem krassen Pinkrot, der shiftet aber auch im Endeffekt nochmal in einen Grünton über. Oh mein Gott, ich freue mich gerade mega, dass ich die Palette mir geholt habe. Weil so einen Ton wollte ich immer schon mal haben. Und der ist einfach total krass. Also der ist wirklich krass. Ich gehe jetzt nochmal einmal hier in die matten Töne rein, die ich aufgetragen habe, um einfach hier so ein bisschen zu verblenden. Und jetzt halte ich einfach mal den Spiegel davor. Ich weiß es nicht, ob man das irgendwie sieht. Schön, meine Pickelchen auch nochmal. Da sieht man den grünen Shift. Der ist aber auch, da sieht man auch nochmal. Ich muss extra in die Kamera gucken, weil sonst sehe ich dieses Shift nicht. Ich mache jetzt nochmal die Augen zu. Sieht man da irgendwie was shiften? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nichts anderes dazu sagen, aber mega, oder? Der Orange-Gold-Rosa shiftet mega. Ja, der glänzt auch so mega. Also der ist schon schön. Der ist einfach für mich das Nonplusultra, glaube ich, der Palette. Und ja. Geil. Richtig, richtig toll. Also ich bin jetzt gerade hin und weg. Total klasse, total. Es sind einmal so der Look und einmal so der Look. Und ich muss sagen, ich mag beide, aber ne? Braucht man nichts mehr zu sagen, ist einfach geil. Ist einfach total genial. Also ich wusste, dass ich die Palette mögen würde, alleine durch die Farben her. Ich wusste aber nicht, dass dieser Ton so krass ist. Ja, man sieht hier, muss den ein bisschen aus meiner Lidfalte. Ich habe da so eine hässliche Falte immer. Den muss ich da so ein bisschen rauskramen, denn sonst betont er diese Falte noch ein bisschen mehr. Aber das ist er. Oh. Also der im Fändchen sieht er sehr, sehr weiß aus. Der wird garantiert im Fändchen, also auf dem Auge nicht weiß rüberkommen. Also ne, seid darauf gefasst, dass der einfach so krass leuchtet und auch, wenn man einfach einen Glitterglue drunter gibt, kein Topper-Shade mehr ist, sondern wirklich das macht. Ich mache jetzt hier das bisschen Fallout. Also ich habe von den matten Tönen rein gar kein Fallout gehabt. Von den Zimmertönen, da bin ich einfach einen Tacken zu weit runtergegangen. Und ich kann euch schon mal sagen, der Ton hat bis jetzt noch nicht gecreased. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Wort. Der ist einfach ohne Worte, ja. Genau, der ist einfach ohne Worte. Und wenn ihr auf solche Farben steht und sowas Geiles in der Sammlung haben wollt, kann ich nur sagen, geht zum Monolith und holt euch die Palette. Wenn ihr natürlich sagt, das ist ein Kackton, den mag ich einfach nicht, dann lasst das natürlich sein. Aber ich gehe jetzt einmal hier in mein Pöttchen rein. Trage mir das einmal hier unten drunter auf. Übrigens, fühle mich gleich noch weiter. Deswegen, ihr werdet mich noch öfter in diesem Look sehen. Ich muss mich heute mal ein bisschen abfilmen. Gestern war ich einkaufen. Gestern ging gar nichts mehr. Und dann kommt man auch überhaupt nicht mehr zum Filmen, zum Bearbeiten. Also in den Ferien ist das echt immer so eine Sache. Tut mir wirklich, wirklich leid, wenn ich dann einfach nicht so konsistent oder so viele Videos einfach hochladen kann. Ich versuche, so viele Shorts dann halt hochzuladen, wie es geht. Oder halt immer von meinen Looks nochmal hochzuladen. Aber dass jetzt irgendwie der ganze Content komplett so rüberkommt oder so kommt, wie der jetzt einfach sein sollte, wenn man keine Ferien hat oder wieder bei mir ist, ich keine Ferien. Wenn die Kinder keine Ferien haben, ist einfach so. Guten Morgen, guck dir mal die krassen Shifts an. Ich bin total begeistert gerade. So, ich habe mir für heute mal meine Matte Mousse Foundation rausgeholt von Essence. Die habe ich ja schon lange nicht mehr getragen. Ich hoffe, die Farbe passt noch einigermaßen. Die war, glaube ich, im Winter. Ich hoffe, ein Tacken zu dunkel. Ich weiß es nicht mehr. Und gehe jetzt einfach da rein und trage mir die so auf. Die hat übrigens, hat die SPF? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Wollte die einfach mal wieder austesten. Ich fand die nämlich am Anfang toll. Und dann wollte ich ja andere Produkte einfach schneller aufbrauchen und mehr aufbrauchen und habe die dann brav wieder nach unten gelegt. Und muss sagen,
Jetzt muss sie einfach mal raus und jetzt muss ich einfach mal gucken, passt sie noch farbtechnisch, kann ich sie auch Richtung Sommer so ein bisschen tragen, weil es geht ja auch bald Richtung Urlaub. Und nehme ich mir die mit oder nehme ich mir doch lieber nur eine BB-Cream mit? Ich weiß es noch nicht und daher möchte ich die einfach nochmal austesten. Ich nehme jetzt aus dem neuen Essence-Sortiment einfach den Pinsel und verblende. Die lässt sich nämlich mit den Fingern auftragen, die lässt sich aber auch gut mit dem Pinsel auftragen, schön einklopfen, schön einarbeiten, das weiß ich nämlich noch. Und macht ein natürliches Finish. Ich finde nicht so ein ganz so mattes Finish, wie da draufsteht. Das ist übrigens die neue Formulierung. Die alte Formulierung war deutlich matter, hat aber schneller nachgeölt. Wieso auch immer, die Formulierung ist wirklich komplett unterschiedlich. Sie fühlt sich auch, habe ich mal irgendwann nachgetestet. So, natürlich, die Grundlagen sind immer gleich von Foundation, aber in der Formulierung war die deutlich anders als die andere. Schaut toll aus, werde sie auch kaufen. Bei Cosmic Brushes gibt es 10% mit Trendmoon. Cosmic Brushes hat aber Einfuhrgebühren, Zollgebühren. Das ist immer so der Haken dran. Also du musst nochmal irgendwie Zollgebühren bezahlen. Und die haben auch noch, wie heißt es, Versandkosten. Also das ist immer, du musst keine Einfuhrgebühren. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte nämlich immer, du müsstest nur Einfuhrgebühren bezahlen. Deswegen habe ich, dann werde ich beim nächsten Mal vielleicht auch einfach wieder über Cosmic Brushes gehen. Aber Cosmic Brushes zahlst auf jeden Fall noch Versandkosten. Das weiß ich, weil ich glaube, du zahlst ab einer horrenden Menge erst keine Versandkosten mehr. Wie kommt das denn, dass man keine Zollgebühren mehr zahlt? So, einmal hier überall drüber. Deswegen sind die Paletten teurer. Ah, okay. Ich verstehe. Aber trotzdem sind die nicht so viel teurer bei Monolith und wenn man halt über 100 Euro bei Monolith kommt, zahlt man halt immerhin keine Versandkosten mehr. Dann muss man halt selber gucken, was jetzt irgendwo günstiger ist oder was teurer ist. Ich trage mich hier nochmal ein bisschen mehr auf, weil ich möchte da so ein bisschen meine Pickelchen abdecken und ich hoffe, gleich wenn ich in den Spiegel gucke, sieht das nicht zu schrecklich aus. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Von Weitem sieht das meistens richtig cool aus und dann guckt man in den Spiegel und denkt man sich so, da ist aber Stellen irgendwie komisch verblendet und da ist aber Stellen irgendwie komisch gemacht. Und vorher kamen die Paletten genau. Jetzt sind es eher 40,95 und bei Monolith sind es halt 49,95. Ich dachte, die hätten den Preis nur geändert, weil ich die da jetzt einfach mehr krasse Farben haben. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Dann ist es natürlich günstiger, irgendwo bei Cosmic, fast günstiger, glaube ich, zumindest wenn man mehrere Paletten bestellt, wenn man sich die bei Cosmic Brushes oder Cosmic Beauty bestellt. Passt aber mit Mehrwertsteuer und DHL-Gebühren. Ah. Ich wünsche dir auch noch einen ganz schönen Tag, Nadine. So, einmal hier hin und her gehen. Also Monolith ist halt manchmal teurer, manchmal günstiger. Da muss man einfach ein bisschen nachgucken und ein bisschen rechnen und hin und her rechnen. Ich habe mir das jetzt einfach da bestellt, weil ich dachte nämlich, dass Cosmic Beauty oder Cosmic Brushes immer noch, dass da immer noch Zollgebühren drauf kommen würden. War nämlich bei meiner ersten Bestellung waren nämlich noch Zollgebühren drauf. Bei der Serenity Palette, die ich glaube ich im dritten oder vierten Anlauf mir irgendwann gekauft habe, weil die so schnell ausverkauft war, dass man das gar nicht gucken konnte so schnell. So, ich gehe einfach nochmal hier hin und mache mal die geraden Kanten, die ich ja so oder so immer mache. Brauche aber gar nicht viel machen, weil dieses Mal bin ich gar nicht so weit nach außen gezogen oder habe das gar nicht so weit nach außen gezogen. Versuche das jetzt einigermaßen gleich und gerade zu machen. Das ist ja so oder so immer die Schwierigkeit. Und gehe jetzt auch noch hier einmal hin und trage mir da Concealer auf. Oder wo ich nicht ganz so gut war. Naja, ich lasse es lieber da. Ist noch nicht lange so. Ah, ich habe auch bei Cosmic Brushes keinen Zoll bezahlt vorher. Vorher, ich glaube, da bestelle ich wieder. Okay, ja, also es ist nur, wie man so gerne möchte. Kann man natürlich überall bestellen. Ich wollte nur sagen, dass es die auch bei Monolith gibt. Und die... Naja, ich habe auch direkt eine Clarity Cosmetics Palette mitbestellt. Die war nämlich extremst günstig da. So, ich gehe jetzt noch einmal mit dem Pinsel, mit meinem Beauty-Schwämmchen da überall rüber und verblende einmal ein bisschen Concealer. Ich glaube, ich habe sogar jetzt einfach mehr Augenringe als vorher, weil vorher hatte ich das Gefühl, dass die Matte Mousse Foundation einen ganz schön guten Job gemacht hat, auch mit Concealer und mit Augenringe abdecken. Jetzt lassen wir es einfach so und das Ding kann ich nicht so gut abdecken. Das ist nämlich ein dicker, fetter Pickel wieder. Na, wenn man den einen los ist, kommen die anderen wieder. Ich liebe meine Haut.
Ich habe vorher schon die 19% plus 6 Euro DHL-Gebühren bezahlen müssen. Genauso auch bei, also ich habe das auch immer bezahlen müssen. Daher bin ich nämlich auch einfach auf die sichere Weise gegangen und bin dann einfach über, wie heißt das, Monolith gegangen, weil da zahlst du halt nichts. Da zahlst du halt nur den Preis, der da draufsteht, und dann bist du damit auch sicher und fertig. Aber dass das so jetzt ist, cool. Also, Cosmic Beauty, Cosmic Brushes hat keine Zollgebühren mehr. Und zumindest, was ich jetzt gerade gehört habe, ne, oder gelesen habe. Und man kann dann einfach auch darüber kaufen, wenn man natürlich möchte. Die haben auch einige Rabattcodes immer, beziehungsweise diese 10% Rabatt. Und wenn man die natürlich da günstiger kriegt als bei Monolith, holt euch die da. Ich bin auch immer lieb gerne ein Sparfuchs, deswegen kann man die überall da holen, wo man sich die halt günstig ersteigern kann. Zollgebühren ist da nicht, Einfuhr aber ab 150 Euro. Ah, okay. So, einmal schön abgepudert. Ich hoffe, ich habe einigermaßen gut abgepudert. Gehe nochmal an meine Lieblingsstellen hin und puder da nochmal. Und auch hier da, wo ich das immer mal wieder schaffe, meinen Bronzer doof aussehen zu lassen. Und gehe da auch nochmal einmal rüber. Aber die Palette ist einfach richtig, richtig schön. Also die. Ja. Alles gut. Einführgebühr ab 104 Zoll ist da nicht, aber Einführgebühr. Alles gut. Finde ich total klasse, weil ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus. Ich bin halt einer, die dann bei solchen Dingen lieber die Finger davon lässt, weil ich mich da nicht so gut mit auskenne. Aber ist total klasse, dass du mir da oder dass du da irgendwo weiterhelfen kannst, weil ich bin halt auch immer der Sparfuchs, der auch liebend gerne, ich gehe jetzt einfach hier rein in den Hula und Hula Light, liebend gerne natürlich, ne, die Paletten so günstig wie möglich hat. Oder bekommt, nehmt, was auch immer. Ne, ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie auf mein Geld irgendwo traurig bin, sondern einfach nur ich wusste das nicht anders. Sag's mal so. Ich habe jetzt hier einfach die Hula und Hula Light so ein bisschen zusammengemischt. Der Hula ist sehr rotstichig, gerade jetzt über dieser Base. Oder ich habe einfach einen anderen Bronzer drunter gehabt, drauf gehabt. Jeder will ja sparen, total verständlich. Genau. Und trage mir den jetzt einfach an den Stellen auf, wo ich so gerne Bronzer tragen möchte oder trage eigentlich immer. Und vermische jetzt einfach Hula und Hula Light so ein bisschen, dass es nicht zu dunkel ist, beziehungsweise, für meine Verhältnisse zu dunkel, weil ich mag ja total gerne eigentlich dunklen Bronzer. Okay, jetzt auch an der Nase einfach so ein bisschen runter. Und habe einfach ein schönes gebronztes Gesicht irgendwo. Gerade zum Sommer finde ich das immer ganz toll. Auch gerade zum Sommer kann ich auch eher so diese rötlichen Bronzer ganz gut tragen, weil mein Gesicht dann auch immer so ein bisschen rötlich ist und auch so ein bisschen den Hals runter. Ja, ich weiß, man soll auch keinen Bronzer an den Hals tragen. Mache ich aber trotzdem, weil ich das eigentlich ganz gerne mag, wenn dann einfach so ein bisschen irgendwie Farbe auf dem Hals ist und überall anders. Man soll ja eigentlich theoretisch, wer Colourpop durchblicken kann, der schafft eigentlich alles. Oh ja! Deswegen habe ich bei Colourpop auch selber noch gar nicht bestellt, weil ich bin da zu faul, da durchzublicken. Weil Colourpop hat halt immer interessante Sachen, aber da die ganzen Zollgebühren vorab auszurechnen, nee, komm. Gehe ich in California wieder rein und nehme den als meinen Hauptblush und trage den. Yay, jetzt wird es dunkel. Aber so sieht man nochmal den Kontrast mit anderen Farben oder beziehungsweise mein Gesicht mit anderen Kontrasten. Ich habe jetzt auch, machen wir hier mal, kommt das gleich wieder? Kommt die Helligkeit gleich wieder? So, einmal hier ein bisschen mehr Helligkeit draufgeben, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Will das Licht mich heute veräppeln, beziehungsweise die Sonne wieder veräppeln? Ich glaube schon. Ich gehe jetzt einfach hier schön rüber. Manchmal decke ich damit auch meine Pickelchen ab, manchmal betont man sie damit. Oder man nimmt einfach die Deckkraft von den anderen Produkten, die da drunter getragen sind, wieder ab. Ich tupfe meistens meinen Blush nur. Also ich verreibe den nicht oder ich tupfe den eigentlich immer nur und nur an den äußeren Stellen reibe ich mal ein bisschen hin und her. Ich finde, dann kriegt man immer das Beste, das krasseste Ergebnis von den ganzen Blushstühlen hin. Und man verreibt auch nicht die Foundation, die da drunter so ein bisschen sitzt. Das ist auch immer so das Ausschlaggebende, was ich dann damit mache.
Ich tupfe immer die Enden so ein bisschen vorsichtig. Manchmal gehe ich auch nochmal in Puder wieder zurück, wenn ich einfach sehe, dass die Kanten ein wenig interessant geworden sind. Und ansonsten ist das mein Blush schon mal. Jetzt gehe ich auch wieder in den Mary Luminizer rein, weil er einfach im Moment bei mir rumliegt. Also ich bin, manche Highlighter oder Blushes, die einfach keine Berechtigung haben, die sind ganz schnell wieder von meinem Schreibtisch verschwunden. Manche Produkte, wo ich mir einfach sage, so ja geil, die passen überhaupt ganz gut in den Sommer rein oder die funktionieren bei meiner Gesichtsform, bei meinem, nicht nur Form, sondern auch bei meinem aktuellen Hautton, aber auch ja einfach so ganz gut im Gesicht. Die lasse ich dann immer ganz schnell liegen und die werden dann auch häufiger einfach benutzt. Und Mary Luminizer ist einer meiner eigentlich teuersten Highlighter-Töne und da möchte man ja auch schon mal so ein bisschen mehr ja, das Geld aufbrauchen, was man dafür bezahlt hat. Ich sage es, glaube ich, einfach mal so. Also, man braucht gerne mal seine Produkte auf, aber ich bin auch gerne eine, die dann sagt, ich möchte auch meine teuren Produkte aufbrauchen, weil dafür habe ich am meisten bezahlt. Und ich gehe jetzt hier in dieses Shiglam-Ding rein. Für die günstigen Produkte oder die günstigen Produkte, dann ist es mir auch manchmal so ein bisschen, ne, die lasse ich auch lieben gerne mal einfach hinten liegen, weil ich ja einfach für die teuren Produkte mehr bezahlt habe. Ist nicht schlimm, man muss nur darauf achten, dass der Originalpreis bei der Mehrwertsteuer berechnet wird. Und wenn es kaputt ist, bekommt man einen Gutschein. Erst nach Nachfrage gibt es Gutschriften. Oh, die Palette ist toll. So, einmal hier hin und her, nochmal einmal mit so ein bisschen Puder drüber und dann ist das auch schon mal wieder fertig. Jetzt gehe ich in die gleichen Töne im Prinzip auch an meinem unteren Wimpernkranz. Zumindest, ich gehe in diesen khaki-grünen Ton rein, hier an diesem unteren Wimpernkranz und ich gehe in den Ton rein an dem anderen Wimpernkranz. So ein bisschen, also ich habe den hellsten Ton aus der Palette benutzt, das ist aber dieser orangene Ton, der krasse Multi-Shifty-Ton. Das ist so ein bisschen schade. Ich versuche gleich den im Inner Corner aufzutragen, denn das ist nämlich der mithellste Ton aus der ganzen Palette. Und ansonsten hat man nämlich nur noch, vielleicht auch den nochmal als hellen Ton. Die swatche ich einfach mal gleich nebeneinander. Ansonsten ist das eher so eine mittlere Farbpalette schon fast. Also es ist jetzt nicht das krasseste helle Farbschema irgendwo da, sondern man muss für den Inner Corner Ton vielleicht einfach irgendwo in eine andere Palette greifen. Ist ein bisschen schade, ist aber leider so. Dafür haben die halt krasse, geile Multichrome und Duochrome und was auch immer Töne drin. So, ich gehe jetzt erst in diesen grünen rein. Das ist der Gentle. Trag den mir hier unten am unteren Wimpernkranz auf. Und auf der anderen Seite diesen orangeren Ton. Orangigeren, gelblicheren, was auch immer das ist. Also der grüne, der ist aufbaubar. Der ist jetzt auch, wenn ich mit diesem Pinsel da reingehe, der ist nicht sofort wham-bam da, sondern der hat erst eine leichte Pigmentierung, aber man kann den wirklich, wie man auch sieht, ja doch, ich bin in Gentle reingegangen, daneben ist nämlich der andere, der sieht jetzt auch nicht so extrem viel unterschiedlich aus, gerade wenn man jetzt einfach dabei quatscht, aber da sieht man auch, also der hat Deckkraft und der ist auch da, aber man kann ihn echt gut aufbauen und man kann ihn auch gut schichten so ein bisschen. Und jetzt gehe ich auch hier wieder in Delicate rein, das war dieser dunkle Braunton und trage mir den hier hinten nochmal auf. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz kühler Braunton. Da ist jetzt nicht irgendwie was mit Wärme dabei, sondern wirklich eher so ein Richtung kühler, neutraler Braunton irgendwo. Schon eher Richtung kühl. Also die Palette ist jetzt nicht nur cool, also nicht nur neutral, sondern die hat auch, finde ich, viele warme Töne drin, aber auch viele neutrale Töne drin. Also die hat wirklich von jedem was. Und es ist halt nicht so nur diese Standard, ich habe den Pinsel mir gerade sauber gemacht und gehe jetzt in Icon rein. Nicht so diese Standard, ich habe nur ein Farbspektrum, Farbschema drin, sondern die hat wirklich auch dieses Gelbliche drin, wo man mitarbeiten kann. Die hat dieses Grünliche drin, wo man mitarbeiten kann. Und ich glaube, man kriegt da einige interessante Töne oder interessante Looks alleine schon dahin, weil die nicht nur mit diesem einen Unterton, mit diesem einen Farbschema was macht, sondern auch wirklich. Ja, man kann in viele Sachen reingehen. Jetzt gehe ich in Last und das war das dunkle Bordeaux-Rot, was bei euch in der Kamera, oder dieses Aubergine, das ist Aubergine, ne? Aubergine rein und jetzt nochmal zurück in den anderen, um einfach den Übergang da nochmal ein bisschen mehr hinzukriegen. Man kann ein bisschen damit rumspielen, man kann ein bisschen dafür weniger oder mehr machen von diesem Last-Ton, aber auf jeden Fall ist er da. Ich versuche es jetzt einfach, gehe mit so einem Purple-Pinsel von, ich glaube, der ist von Smile, ja, er ist in Chic rein. Das ist der hellste Ton. Das ist kein Weiß.
Das ist kein, das hat, der hat einen leichten Rosé-Anteil drin und versucht den jetzt als matten Ton in meinem Inner Corner aufzutragen. Mal gucken, ob das geht, ob der pigmentiert genug ist. Da ist er auf jeden Fall. Oder ob er auch hell genug für meinen Hautton. Ja, der gibt einen seichten, sanften Inner Corner Ton ab. Das ist aber auch wirklich jetzt der hellste Ton in der Palette. Ich gehe jetzt gleich einfach nochmal in Satin rein. Das ist der Schimmerton passend dazu. Das ist so der einzige Nachteil an der Palette. Cosmic Brushes, Cosmic Beauty hat nicht immer viele helle Töne in deren Paletten drin. Aber wenn man will, kann man halt auch den Highlighter nehmen oder wenn man es muss. So, man kann den ein bisschen aufbauen. Aber das ist jetzt auch schon das, was man als hellen Ton im Inner Corner hinkriegt. Man kann den natürlich hier auch unter den Augen braun auftragen, um da einfach nochmal ein bisschen, ja, verblendet auszusehen, aber ja, auch nochmal vielleicht einen Tacken Helligkeit rausnehmen, reinpacken. Wenn man natürlich dunkler ist als das, als ich jetzt, der kann diesen Ton garantiert auch wunderbar als Inner Corner Ton benutzen. Wer jetzt aber noch heller ist, das ist kein Inner Corner Ton für euch. Ich gehe jetzt einfach in den Satin Ton rein. Das ist ja der Schimmerton und gucke jetzt einfach mal, was der für einen Shift, einen Schimmer drin hat. Nee, der ist mir auch, seht ihr das? Das ist jetzt Satin. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist im Prinzip der gleiche Ton mit Schimmer drin. Also der schimmert so ein bisschen roséhaftig, roséartig, ist aber auch jetzt nicht irgendwie heller als jetzt oder glänzt nicht heller als jetzt irgendwo der matte Ton. Gehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen runter und lass an doch. Man muss es halt wissen. Also das ist auch ein sehr, sehr ähnlicher Ton. Ich swatche die einfach mal nebeneinander. Das ist einmal Satin. Der hat. Ja, das ist ein Roséton mit ein bisschen Silberglanz drin und das ist einmal der andere Ton irgendwo. Das ist der matte Ton passend dazu. Die beide kombinieren, gibt dann das. Und wenn man so einfach nur oder den matten Ton einfach nur da trägt, ist das halt dieser Ton. Ein bisschen schade, aber ist halt. Oder man kann natürlich auch den Radiant-Ton im Inner Corner tragen. Vielleicht shiftet der an der Stelle einfach ein bisschen anders, sodass man da, könnte ich eigentlich eben drüber sitzen. Mache ich jetzt mal. Ich suche mir gerade den Pinsel von gerade wieder. Den setze ich jetzt einfach vorsichtig hier nochmal in den Inner Corner rein. Und dann kann man nämlich direkt mal sehen, shiftet der nochmal in irgendwo was Hellerem. Gerade wenn man was Helles drunter gegeben hat. Oder bleibt er in diesem krassen orangigen Ton. Ich vermute, der bleibt aber eher in dieses Orangige. Auch wenn man da jetzt irgendwo einen hellen Ton drunter gesetzt hat. Ja. Der bleibt also eher dieses krasse Glühenfeuer-Orange. Und dann sieht das so halt aus. Ihr seht das, glaube ich, noch nicht mal so krass orange. Also da sieht man auch, es ist immer unterschiedlich, wie dann in der Kamera das rüberkommt, aber wie das dann auch bei mir einfach im Spiegel rüberkommt. Schlimm ist, dass wenn man bei Cosmic Brushes angefangen hat, alle haben will, eine Frechheit, dass sie gleich zwei rausgebracht haben, aber wenn ich sie habe, habe ich alle. Total bescheuert. Oh ja. Also ich habe zum Glück nur 4 von Cosmic Brushes. Ich habe ja, ich zeige euch die mal. Ich hole die mir mal ein. Ich habe übrigens Jogginghose an. Also wundert euch nicht. Ich habe eine wunderschöne graue Jogginghose an. Sieht total toll aus. Ich glaube, die kennt keiner. Kennt kaum einer, weil das ist nämlich die erste, die rausgebracht haben. Die Royal Rose heißt die übrigens. So. Das ist die erste, die rausgebracht haben. Das ist, ich habe eine B-Ware, da sind manche Töne nicht so krass gepresst. die hast du auch. Ja, da ist eine B-Ware, die waren nicht so ganz so dolle gepresst und das ist die erste Variante, die rausgebracht haben. Die vergisst fast jeder, weil die gar nicht so populär geworden ist. Das war nämlich auch die erste, ich glaube, die habe ich für 4,50 Euro, 4,50 Euro oder 4,55 oder sowas gekriegt, weil ich glaube, irgendwelche von den krassen Pinktönen ein bisschen zu wenig, zu doll, zu hart gepresst waren und die dafür nicht dann so doll aufschreien. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Fand ich jetzt nicht so schlimm, weil gerade diese Töne sind nicht das, was ich unbedingt an der Palette so, ne, so extremst gut fand. So sieht sie aus. Und ja, das ist einfach so mal das ganze Farbspektrum. Das ist der besondere Ton. Aber da sieht man auch, die ist eher auch so ein bisschen im mittleren Farbsegment. Das ist auch so ähnlich wie der, den ich gerade jetzt dran da gerade benutzt habe, diesen Aubergine-Ton, ist aber alles, ne, eher so ein bisschen freundlich bunt. Und ich habe natürlich auch die Serenity-Palette. Das ist die, und das, das ist auch hier der Ton. Der könnte natürlich auch sehr, sehr ähnlich sein zu der Ellie von Alicia Marie.
Das könnte natürlich auch so ein ähnlicher Ton sein. Und da kann man auch einiges rausholen. Also da kann man wirklich einiges total Tolles rausholen. Man muss ja nicht unbedingt immer die Extremfarben benutzen, sondern man kann ja auch einfach die Alltagslookfarben benutzen. Und da sieht man auch, der Ton ist deutlich anders als jetzt dieser doch deutlich anders. Da sieht man auch so ein bisschen, da ist... Ich habe jetzt leider nur die als Varianten. Die ist deutlich knatschiger, die ist deutlich runtergetont und nudiger. Also wirklich nudiger. Und ja, also, ne, das sind meine vier und mehr habe ich da noch nicht. Ich werde aber, also, ne, gotta catch them all. Ich bin mir da, oder meine drei, die vierte liegt da hinten noch. Aber das sind halt die ich im Moment habe. Und man möchte wirklich schon jegliche Palette von denen haben. So, auf der Seite, Inner Corner Ton, beziehungsweise, nicht Inner Corner. Ich überlege gerade, ich glaube, ich nehme den so ein bisschen goldig rein. Das ist einer von Trended Up als Kajalstift. Der ist in der Farbe, ja, wie heißt sie denn? 413. Der müsste aus dem neuen Sortiment sein. Das ist dieser hier. Der ist so ein helleres Grün, so ein helles Grün, aber eher so ein bisschen runtergetontes Grün. Okay, ja, dann gute Besserung und leg dich hin, ne? Also, das ist der Ton und der kommt jetzt in meine Wasserlinie. Und damit habe ich den Look dann auch einigermaßen fertig. Ich glaube, der passt ganz gut. Übrigens, Trended Up schlaft da nicht drauf. Die sind gar nicht mal so schlecht. Die sind, manche sind ein bisschen schimmerig, so wie dieser hier, grün mit Gold. Und manche sind nur matt irgendwo. Schlaft da nicht, die halten recht gut in der Wasserlinie. Sind jetzt nicht die extremst längsten, aber ich glaube, keine 2 Euro oder so. Kann man sich die auf jeden Fall mal angucken. Die machen nämlich echt einen schönen Job. Die halten, die sind einfach im Auftragen. Die sind jetzt nicht irgendwie zu hart oder so, sondern die sind eher relativ cremig. Und kann man auf jeden Fall machen. Auf der Seite gehe ich jetzt in ein, ich hätte ja schon fast gesagt warmes Braun, aber ich glaube, ich habe gar kein warmes Braun. Ich habe eher die kühleren Brauntöne. Guck mal, doch, habe ich. Ich gehe jetzt einfach in den rein. Der ist ja von Temu. Der ist von Dragon irgendwas. Und den gehe ich jetzt mal rein. Das ist nämlich so einer. Der sieht total boring aus. Der ist aber so ein bisschen shifty auch. Der hat nämlich so einen Kupferfarben drin. Und ich glaube, der kupferfarbene oder so ein Kupferschiff passt da ganz gut rein. Und setze mir den jetzt hier rein. Und man hätte natürlich auch auf beiden Seiten mit den gleichen Tönen arbeiten können. Wollte ich jetzt aber nicht. Und der passt nämlich auch farblich total gut da rein. Der macht so ein bisschen nochmal dunkel und so ein bisschen wärmer einfach. Aber nicht dieses Rotwarme, wo man dann nachher aussieht, als ob man den ganzen Tag geheult hätte. Sondern einfach irgendwie, ne? Der hat so ein bisschen rötlich drin, aber der Hauptanteil ist dann doch irgendwo braun. So, ich gehe jetzt erst in Mascara und mache dann meine Augenbrauen. Ich nehme wieder die Mascara von Shein. Wieso? Weil ich die gerade hier liegen hatte. Ich wollte mir eigentlich eine von L'Oreal hier rausgelegt haben, habe es aber mal wieder vergessen. Und die Ecstatic, die macht im Moment nicht das, was sie mit meinen Wimpern soll, sondern die klumpt die immer so ein bisschen zusammen. Du hast als Liner Lover bei Purish gibt es den Nasa Myricks Liner für unter... Okay, ich sollte doch mal schauen. Dann gucke ich da mal, was die da an Liner haben. Oh, krass. So. Damit mache ich mir jetzt auch meine. Also die Mascara macht einen schönen Job, ist aber jetzt nicht diese zu krass, zu lange Wimpern. Weil im Moment habe ich mit dieser Ecstatic Mascara, die zieht die mir zu lang nach oben. Dann habe ich keinen Curl mehr, sondern dann habe ich bei manchen einen Curl und bei manchen halt nicht. Und dann habe ich komplett unterschiedliche Längen von Augenwimpern und dann sieht der Look auch irgendwie komisch aus. Und diese hier, die färbt die Wimpern schön ein, ist jetzt aber auch nicht zu krass und das funktioniert im Moment am besten mit meinen Wimpern oder auch sehr gut. Am besten würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt auch eine ganz, ganz solide, ganz gute Mascara bei Shein, Shiglam. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch kriegen. Grün und hellila Duochrom. Okay. Ich gehe auf jeden Fall mal gucken. Ich liebe ja Liner. Ich liebe halt diese Eyeliner komplett und damit gehe ich total auf. Also die passen, ich mag das gerne, einfach so einen Look nochmal irgendwo anders zu unterstreichen. Und wenn es dann natürlich mehr und tollere gibt, dann bin ich immer dabei, da gucke ich gleich mal nach.
So, ich gehe jetzt auch hier in meine Augenbrauen rein und male sie mir einfach schön an. Also nächste Woche gibt es für der Neutrals Palette auf jeden Fall eine Review. Und dann können wir die andere, die Kultschulz Palette, die ja bei meinem Ranking total schlecht, oder meiner Nachfrage total schlecht abgeschnitten hat. Ich weiß gar nicht wieso. Ja, die hat viele blaue Töne drin, aber man muss diese blauen Töne gar nicht so als präsentes Make-up machen, sondern man kann auch in diese Kultschulz Palette reingehen und gar nicht diese extrem blauen Töne nutzen. Zumindest ist das erstmal mein First Impression. Die hat auch interessante nur Shifty Shades drin. Ich finde diese aus der Cool Neutrals aber noch einen Tacken besser, weil ich einfach, naja, ich bin halt trotzdem immer noch eher so ein neutraler bis warmer Fan irgendwo auf den Augen, anstatt jetzt extrem kühl zu gehen. Aber auch die andere Palette hat halt nicht nur blau und nicht nur kühle Töne drin, sondern auch ein bisschen warme Töne drin. Und damit möchte ich nächste Woche dann einfach spielen. So, ich glaube, meine Augenbrauen sind einigermaßen gerade und gleich. Hier hinten habe ich ein bisschen viel gemalt mit dem Stift von, wie heißen sie jetzt, Max & Moore. Aber das geht grün und hell lila Duo. Achso, ich weiß. Okay. das ist ja der von Max & Moore und der malt einfach total klasse. Also ich mag das ja total gerne, wenn so ein Augenbrauenstift einfach nicht irgendwo hakt. Übrigens, wenn die Töne sich jetzt gerade extremst unterscheiden, also es geht von krasser Wolkenhimmel zu krasser Sonnenhimmel. Daher wird auch meine Zimmertemperatur immer dann wieder unterschiedlich und das sieht man. Da kann ich, glaube ich, echt die Rollos komplett runter machen, aber ich möchte halt auch nicht wieder so Richtung Winter schminken. Daher habe ich die nur so auf halber Höhe, aber man sieht trotzdem dann irgendwo doch die Kontraste, wie jetzt sich das Wetter dann an meinem Gesicht dann irgendwie widerspiegelt oder in meinem Gesicht widerspiegelt. Manchmal ist es schöner, wenn man einfach mehr Kontrast hat. Manchmal ist es auch schöner, wenn man einfach die Looks dann nochmal in einem anderen, in einer anderen Helligkeitsstufe sieht. Tut mir echt leid. Ist so. Ist halt Sommer mit viel Wolken und viel unbeständigem Wetter. Und kann man dann halt in dem Moment nichts dran ändern irgendwo. So, einmal nochmal überall rein. Einmal nochmal die Augenbrauen ein bisschen gerade gelegt. Und dann ist dieser Look auch schon fast fertig. Beziehungsweise er ist fertig. Also ich kann jetzt mein First Impression, mein erster Eindruck zu der Palette, kann ich nur sagen, krass, mega. Gerade die Seite, naja, ich bin halt schon eher der warme Fan, gerade im Sommer. Die Seite hat mich jetzt total überzeugt. Ich habe schon viele Looks gesehen, wo sie diesen Shifty Shade, wie heißt der überhaupt? Wie heißt er? Radiant, nur im Inner Corner getragen haben. Aber gerade das, wenn man solche Shifty Shades wirklich über das gesamte bewegliche Lid trägt, machen die halt den ganzen Look aus. Und dann geben die auch nochmal das Nonplusultra. Was ich morgen einfach nochmal machen möchte, weil... Kamera, geh mit mir wieder zurück. Dann halt hier vorne. Was ich morgen nochmal machen möchte, ist ein Look mit dem Shifty Shade. Der shiftet ja zwischen einem Grün, ne, zwischen einem Grün und was auch immer hin und her. Ich drücke einmal auf meine Kamera. So, jetzt meinst du wieder, würde sie wieder funktionieren. Also, ich werde morgen sehr wahrscheinlich nochmal irgendwie was in diese rosa Richtung machen oder halt hier oben irgendwo rein. Das ist ja eher diese Bordeaux-Richtung. Also mit den Farbtönen kann ich mir richtig was vorstellen. Und dann den im Crease, den wieder im Außenbereich und dann einfach mit den beiden Farben irgendwie was machen. Das finde ich auch so genial. Also man kann wirklich so sich die Inspiration holen, aber man kann sich auch irgendwo so die Inspiration holen. Den vielleicht einfach mal als Liner ausprobieren, als Wimpernkranzverdichtung, kann ich mir gut vorstellen. Das finde ich aber auch eine wunderschöne Farbe. Also wirklich so ein Gold-Gold, so ein warmes Gold irgendwo. Ich finde, da passen aber die beiden Farben einfach nur wie Arsch auf einmal. Aber auch der mit dem, glaube ich, kann ganz gut kombiniert werden. Und dann nochmal den in der Crease, den zum Verdunkeln und den dann noch rein. Also es gibt so viele Farbkombinationen. Also ich werde da garantiert nochmal irgendwie was machen. Ich versuche, manche Farben dann einfach nicht doppelt zu nutzen. Aber manche Farben muss man einfach doppelt nutzen. Also die besonderen Farben ist einmal dieser hier, die Shifty. Das Shifty krasse Ding. Dann ist es der hier, der sieht jetzt komplett anders bei mir aus. Ich habe den gerade gar nicht gefunden. Kamera, mach mit. Und einmal der und die anderen. Ne? Die anderen Töne sind eher metallic mit ein bisschen Glanz drin. Also mega. Mega, mega, mega. Liebend gerne, mache ich gerne mal. So, das ist der Look. Das sind die beiden Looks. Ich mache mal einmal so, damit man es auch vielleicht ein bisschen besser sieht. Und einmal hier.
die heute mit der Palette entstanden sind. Freut euch auf morgen. Morgen gibt es nochmal 2 weitere Looks. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, bei euch hält das Wetter auch. Morgen soll es eher grungy und grau werden. Und mal gucken, dann geht man auch vielleicht einfach hier ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr in die gräuliche oder in die grungy Richtung, ein bisschen in die noch dunklere Richtung. Aber ich finde, die kann schon was. Und die sieht das, was man auf dem ersten Blick sieht, dass die so One-Tone hat, also ne, wirklich neutrale Töne. Ja, aber die hat neutrale Töne mit einem Twist. Mit einem Twist ins Bunte schon fast rein. Und ich finde das einfach geil. Also ich finde die richtig, richtig toll. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns einfach morgen wieder. Habt Spaß, genießt das Wetter, macht das Beste draus und tschüss.